nehme mal an, dass ihr im Hauptjob eigentlich Schüler seid und Schülerinnen. Der war wirklich toll geschnitten, toll aufgebaut, also rein von der Technik. Ich habe schon viele Filme gesehen und der ist wirklich richtig, richtig gut. Also von der Technik und so weiter, vom Schnitt, von der Musik, richtig super. Und ich möchte auch den Dank, also euch erstmal ganz, ganz herzlich danken für diese Arbeit, für dieses Interesse, aber auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die mit euch diesen Weg gegangen sind oder eure Betreuer, Begleiter. Ich finde, ihr seid ein super Team. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Arbeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen und bin echt froh, dass Sie da waren, dass Sie da sind und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vor allem mischen Sie mit und rütteln Sie uns auch wach und klopfen Sie uns auf die Finger, sollten wir in der Politik manchmal ein bisschen zu langsam oder zu träge werden. Also mir hat der Abend deswegen gut gefallen, weil hier nicht nur die Glocke sich miteinander beschäftigt hat, sondern dass dieser Abend offen war für Bürger, Bürgerinnen, Schüler, Schülerinnen. Und hier waren aus den verschiedensten politischen Parteien Vertreter anwesend. Und ich glaube, dass das, was jetzt hier nach passiert, mit ein Schritt in die richtige Richtung ist, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, man muss sich miteinander unterhalten und austauschen. Und dafür ist der Abend, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Aber es ist ein kleines Puzzleteil von vielen. Ich glaube, dass die Gesellschaft darauf achten muss, welche Werte ihr besonders wichtig sind, welche über den Tag hinaus Bedeutung haben sollten und die gemeinsam, das gemeinsam herauszuarbeiten, das ist, was uns verbindet, darauf jetzt ankommen. Alle 5 Jahre wird das höchste politische Amt in Deutschland neu besetzt. Ich finde es spannend, hier erstens auch das neue Besucherzentrum kennenzulernen, aber auch einfach euch als Gruppe mal begleiten zu können und vor allem die Begegnung mit dem Herrn Steinmeier ja, mitmachen zu können. Sie entscheiden mit, wie Ihr Leben nachher, morgen und übermorgen aussehen wird. Deshalb freue ich mich über Ihr Interesse und schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Diese Bereitschaft, diesen Willen, im Wissen darum, dass wir nicht alle gleicher Meinung sind, aber den Willen, gemeinsame Lösungen zu finden, der ist entscheidend, der ist die Grundvoraussetzung für Demokratie und da müssen wir wieder hinkommen. My name is Parvez. I'm a taxi driver. I live in England with my wife and my son Ali. Und ich möchte auch den Dank, also euch erstmal ganz, ganz herzlich danken für diese Arbeit, für dieses Interesse. Ich finde, ihr seid ein super Team. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Arbeit. Dankeschön. We dance and we dance.
At the desk.